Moin Leute, unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, ordentlich Cash zu machen und zwar mit diesem wunderbaren Gabelstapler. Leute, wir sind hier in einem dicken, fetten Warenhaus und ich muss eine Palette von Fässern jetzt irgendwie da vorne zum LKW bringen. Ja, das ist kein Problem, ich schaff das. Wir haben momentan 1000 Dollar, das sehen wir oben rechts. Wow, Leute, guckt euch das an. Gabelstaplerfahrer Paletto. Oh, Alter, der steuert sich echt ein bisschen anders. Wartet ab. Ja, ich muss jetzt hier ran an die Palette. So. Und jetzt. Oh, das sieht gut aus. Jetzt nach oben. Jetzt müssen wir rückwärts. Vorsichtig, Jungs. Oh Gott, man sieht so schlecht. Oh, guckt euch das an. Ich bin ein riesiger Gabelstaplerfahrer. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Also, weil ich glaube, man muss tatsächlich einen Gabelstapler-Führerschein machen. Und jetzt abladen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld das gibt. Weißt du, ich arbeite hier ja nicht umsonst. Oh, das war knapp. Okay, runter. Ja, und rein. 150 Dollar verdient, als ob. So, jetzt zurück. Ja, Willi, mach den Laden. Sehr geil. Das Ding geht zu. Und jetzt? Kommt jetzt gleich ein anderer LKW, oder was? Ich mach mal kurz, ich will ja ein bisschen Sprit sparen. Kann ich hier raus? Nee. Vielleicht muss ich jetzt einen neuen Job annehmen, weil da oben ist so ein Computer. Haben jetzt auch schon 50% vom Level. Ach so, hier hinten ist jetzt die andere Tür aufgegangen. Ah nee, die muss wieder da vorne gemacht werden. Okay, noch mal Barrels? Ja, für 150 Ditcher gebe ich dir nochmal Barrels. Ah, da oben, guck mal, das ist gar nicht so weit weg. Nehmen wir wieder Motor an. Ich muss ja sagen, ist schon geil, dass die Dinger einen Wendekreis haben, der absolut geisteskrank ist. So, einmal nach oben. Ah, ich kann ja auch ein bisschen rauszoomen. Ah ja, das ist schon wesentlich besser. Ja, warte. Wir müssen jetzt gucken, ist das die richtige Höhe? Ja, würde ich sagen. Ah, man sieht so schlecht. Gibt's eine Ego-Perspektive? Nee, Start Engine. Schade. Das wäre geil. Oh nee, was? Ich war doch drin. Warte, so vielleicht so ein bisschen quer rein? Ja, ich bin drin. Schön runterbringen. Ja, runter. Oh, oh nee, oh. Nichts passiert. Ganz ruhig, Barrels. Runter damit. Runter. Perfekt. Wieder 150 Ditcher verdient. Ist jetzt Feierabend? War jetzt auch anstrengend, ne, Mini-Paluden? Oh ja, schwitze schon vom Zusehen. Ja, jetzt sind wir sogar schon Level 2. Ah, jetzt muss ich die Coffee-Sacks. Ja, ich bin bereit. Motor an, hier vorne sind ja direkt die Dingsäge Kaffee. Ah ja, ja, es ist kein leichtes Leben als Gabelstaplerfahrer. Gibt es unter meinen Zuschauern Leute mit einem Gabelstaplerführerschein? Dann würde ich gerne mal wissen, mache ich das gerade gut? Bin ich ein guter Gabelstaplerfahrer? Oder hättet ihr mich schon rausgeschmissen? Oh, kein Problem. So, ich muss hier rein. Ja. Jetzt. Oh, nee. Jetzt rein. Sag mal, warum funktioniert das nicht? Jetzt bin ich drin. Jawohl. Oh, nee. Oh, der ist aber nur so zur Hälfte. Warte mal. Aha, das ist jetzt eine wackelige Angelegenheit. Oh, ich fahre schon mal runter, damit ich die direkt droppen kann. Oh, nee. Und rein mit dem Kaffee, Alter. Nur die feinsten Bohnen. Stimmt, es gab doch mal... Ich hatte doch mal einen Kaffeeladen, oder nicht? Ja, Palettos dicke Bohnen oder so. Hallo? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ich fahre rückwärts. Hä? Was denn? Stopp! Mein Ding steckt doch da noch fest. Nein! Warum macht ihr denn zu? Sag mal, ich steck doch hier noch fest. Bitte. Hilfe. Nein. Jetzt mach doch mal nicht diesen. Ja, mein Auto steckt fest. Ah ja. Oh Gott. Ja. Einmal Barrels. Ja, die nehme ich hier vorne. Ich fahre rückwärts da ran. Boah, auf Dauer wird mir dieses Piepen aber auch ordentlich auf den Sack gehen. Sag mal, ich sehe nichts. Und drin. Ah, nee. Aber ist ganz gut. Wir haben schon fast 500 Euro verdient. Dollar. Junge, dafür kaufe ich mir eine PlayStation. Ist die PlayStation eigentlich mittlerweile überall verfügbar oder ist sie immer noch so rar gesät? Ah, ich rutsch ab. Ich rutsch raus. Warte, ich muss nochmal. Nee. Geh noch mal rein. Ja. Und jetzt rede ich schön hoch. Oh, nee. Hoch habe ich. Nein, nicht. Oh, nein. Bitte. Hilfe. Noch mal kurz. Oh, scheiße. Jetzt fahr mal kurz zurück. So, ich muss da auch richtig rein. Ja, so. So ist perfekt. Jetzt richtig rein. Richtig ankanten. Und dann auch hochheben. Ja, sehr gut. Guck mal, geht doch. War gar nichts los. Ich habe angetäuscht. Diesmal muss ich ein bisschen besser. Das mit den Kaffeebohnen hat mich gerade schon ein bisschen genervt. Sehr gut. Zack. Und wieder 150 Ditcher in meine Tasche. Da kaufe ich mir doch einen schönen Mini-Paluten für, ne, Mini-Paluten? Oder die Sommerbox, Zwinker Smiley. Ja. Und jetzt? Kaffeepause? Feierabend? Wann hab ich Feierabend? Ich will jetzt nicht nochmal Kaffeesäcke da voll ballern. Ich will Feierabend machen. Ich will nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern.
Boxes? Was für Boxes? Wo haben wir denn hier Boxes? Warum? Hä, das habe ich nicht gemacht. Sind das hier Boxes? Geht das? Nee, kann ich die... Warte mal. Vielleicht kann ich die schleppen? Nee. Hä? Junge, was sind Boxes? Das verstehe ich nicht. Ist es egal, was ich da hinpacke? Nee. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir möchte. Express Import. Weil die bewegen sich ja nicht. Weil ich bin ja echt schon... Nee. Oh, stopp. Aus. Ich gehe mal kurz nach oben. Weil hier habe ich mein Büro. Ah, hier. Das sind Boxes. Nee. Die kann ich nicht... Nee, hier kann ich nichts machen. Aber ich weiß, dass ich doch hier... Ah ja. Jobs. Level 3 required. Ah, guck mal. Load the pallet into the pickup. Ah, guck mal hier. Das können wir als nächstes freischalten. Upgrade your warehouse. Oh. Das ist aber gut. Das ist sehr, sehr nice. Box pallet. Ich habe keine Box pallet. Das sind alles Kaffeesäcke. Nee, wir haben sowas nicht. Wir werden es einfach probieren. Ja, einmal. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Hä? Was machst du denn da? Ja, du sollst den Kaffee da holen. Sehr gut. Einmal abladen. Zack. Und raus. Scheiße, das zählt nicht. So, Leute, kein Problem. Ich habe das Spiel jetzt einfach einmal geschlossen. Und jetzt muss ich wieder Coffee-Dinger machen. Easy, weil wir brauchen nur Level 3. So, einmal schnell Kaffeesack. Und rein. Oh, guck mal, Leute. Wie ein Profi. Nicht mal zurücksetzen oder so. Einfach rein und glücklich sein. Augenmaß. Augenmaß. Kein Problem. Oh, nee. Alles gut. Setz runter. Jawoll. Ein Paket noch. Dann haben wir Level 3. Und dann geht's rein in den Pickup. So, was jetzt? Barrels, bitte nicht wieder Boxes. Ich check das mit den Boxes nicht. Coffee. Ja, ich mach nochmal die Kaffeesnacks. Oh, nein. Ich hab mich alles gut. Ja, kein Grund, so die ganze Zeit zu piegen. Ja, noch ein bisschen höher. Höher. Ich glaube, ich hätte schon die Dinger da vorne ein paar Mal abgebrochen. Oh, aber mittlerweile geht das. Jawohl. Level 3. Ich steig aus. Tschüss, Leute. So, Jobs. Da. Load the pallet into the pickup. Ja, den Job mache ich. Oh, guck mal, jetzt bin ich hier draußen. Ja, ah, ja. Hühner, als ob. Jungs, schnallt euch besser gleich ganz gut an, ihr kleinen süßen Chicken McNuggets. Deliver Coffee Snacks. Nee. Ich muss jetzt hier was anderes machen. Gabelstaplerfahrer Paletto, Alter. Der muss sich jetzt um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern. Hühner in Sicherheit bringen. Drive to the destination. Ja, perfekt. So, ihr Süßen, ihr haltet euch hinten fest. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Hä? Wird mir das nicht angezeigt? Wartet kurz, ihr kleinen Chicken McNuggets. Wir müssen jetzt hier mal kurz schauen. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hä? Aber nun gut, Vin Diesel. Oh Gott, fährt einfach. Hier ist so ein blaues Ding und hinten. Das dreht sich aber nicht wirklich mit. Ey, ich denke einfach, dass wir hier längs müssen. Ich bringe ihn schön in den Wald. Oder vielleicht da vorne. Hier, auf so einem Bauernhof. Ich habe hier ein paar neue Freunde für euch. Als ob da sind Schweine. Als ob. Hallo. Oh, die schlafen alle. Ups. Also ich glaube, hier muss ich sie nicht hinbringen. Ist auch nichts markiert oder so. Oh, warum habe ich denn jetzt die Türen aufgemacht? Hier stimmt aber irgendwas nicht. Ach, guck mal mit C. Jetzt bin ich auch hier in der Ego-Perspektive. Es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, hier mir irgendwelche Informationen anzeigen zu lassen. Ist da vorne die Straße zu Ende? Junge, hier sind... Okay, ich drehe ja schon um. Hier geht's nicht weiter. Okay, die drehen auch um. Die haben auch gemerkt, dass dort Bäume einfach auf der Straße wachsen. Alles klar, wollte mit einfach mal in mich reinfahren. Aber ey, immerhin haben wir schon gut Cashmash gemacht. $1,000. Und ich habe scheinbar keinen Körper. Aber ich sehe jetzt hier gerade 11 Meter. Ist noch irgendwas verbuggt. So, jetzt, ich muss hier das jetzt nochmal abbrechen. Jetzt sind das keine Hühner mehr. Oh, egal, vielleicht war das ja auch einfach buggy. Ja, einmal hoch. Sehr gut. So, abgeladen. Drive to destination. Ach, guck mal, jetzt. Jetzt wird da vorne doch auch was angezeigt. Guck mal, ja, guck mal, jetzt. Oh Gott. Jetzt ist das hier auch alles richtig. Ich muss allerdings zugeben, ich vermisse meine Hühner. Aber guck mal, die wollen hier schon mal... Ich war auf der richtigen Pferde. Jetzt nehme ich hier locker flockig. Da muss ich jetzt aber ein bisschen mehr Geld für bekommen. Nee, hier vorne. Hier sind sie, die Hühner. Hallo. Oh, guck mal, die sind ganz glücklich auf so einem Bauernhof. Klimansland ist das. Mission completed. Geiles Ding. Warte, F to interact. Jobs. Ja, ich habe jetzt, da bin ich jetzt fertig. Improvements. Oh ja, für 3.000 können wir uns ein zweites... Achso, wir haben keine 3.000. Schade, not enough money. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ah, guck mal, hier hinten sind jetzt Boxes. Warte mal, habe ich jetzt beim...
Oh, als ob. Das ist ja viel chilliger so. Ich habe jetzt die Kameraperspektive einmal ein bisschen verändert. Hier, warte mal. Das hier ist, glaube ich, Anlieferung. Dann fahre ich hier mal hin. Guck mal. Ich zeig's euch, Leute. Oh, ich glaube, ich hänge hier links fest. Hilfe, meiner fährt nicht mehr. Was ist denn los jetzt? Oh, der hängt hier vorne fest. Ach, komm. Sag mal, hör doch auf jetzt. Ich hänge doch. Ach, das ist doch... Hallo. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Gabelstapler-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hier seht ihr noch der Team Paluten-Kanal. Sowie weitere Videos. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Einfach draufklicken. Dann kommt ihr direkt dahin. Guckt auch in die Videobeschreibung für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.